meine Lieben, also, ich finde einfach dieses Bild da hinten so geil. Guckt euch doch mal dieses, oh, Glasmalerei. Okay, das ist richtig krass. Something in this stained glass makes me think that the weather in the underworld will be rather warm. Also, wir sehen da das Schloss von dem Cid und einen Mond, aber auch, naja, diesen Weg. Das heißt, ja, ja, es symbolisiert halt wirklich das Tor zur Unterwelt. Wobei das aussieht wie zwei verschiedene Planeten, als wäre das ein, ja, anderer Planet, weil dazwischen ja auch Sterne sind. Armors may look pretty cool, but they become a problem if you're in a hurry to go to the bathroom. Ja, stopp, ich erinnere mich dran. Haben die dich früher in ihre Rüstung gepinkelt? Weil die ja nicht rechtzeitig rauskam? Ich glaube, die mussten laufen lassen, oder? Oh, just look at him. I still can't believe the Romero brothers mistook me for him. Hey, what? Eine sehr berechtigte Frage. You're trying to go to the underworld. You leave the town, I stay, and everybody wins. Also, it's not the first time we've teamed up. Remember the time we fought that evil, invisible man? It was really hard, but we were able to beat him together. Well, I have to confess, there was no invisible man. But it was pretty funny watching you look for him in the rain for hours. If there was no invisible man, who was hitting me in the back of my head? It was me the whole time. But you told me you weren't. I was lying. Oh, well, that explains why you were the only one able to see him. I can't wait for you to go to the underworld. How did you escape my prison? Oh, that is a story full of suspense, action, and intrigue. I woke up locked in a cell, only equipped with my wit. The room was cold, and the crickets... Wie dramatisch. Forget it. Know if there's a user's guide for the gate? I don't think so. My dad won all this in a school raffle. What you see is what you get. Even the stained glass? Even the stained glass and all the room decoration. Okay, also er hat das Tor zur Unterwelt in der Schultabula gewonnen. He didn't. He was trying to give me a pony. Man wollte eigentlich ein Pony? Oh, Leute, also, ich habe ja die Vermutung, dass der Dan Teapot vielleicht dann irgendwie eine von diesen Rüstungen oder von diesen Statuen dann vor das Tor stellen will, so nach dem Motto, du kommst hier nicht wieder raus. Do you know anything about the gates? Ja, wahrscheinlich genauso wenig, wie man es bedient, ne? I told you before, my dad won all this on a school raffle. What kind of school puts these things as prizes on a raffle? Oh, that's not even the weirdest Hogwarts. Thing. Once my dad won a shirt with lipstick on it, my mom was so angry until he explained to her it was all a misunderstanding. So you'll never believe what some people will put as a prize. I'm starting to understand how the school raffle thing works. Gut, ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles schon gefragt. Da haben wir auch noch eine zweite. These things look pretty nice at my castle door. Mental note. First thing to do after returning from the underworld. Steal Dan Teapot's house. Weißt du, er nimmt so die kleinsten Dinge nicht mit, weil es ihm zu schwer ist. Aber diese riesigen Statuen will er jetzt mit sich schleifen. Will er die am Fuß bis zu sich hinzotteln. Also, pass auf. Wir gucken es uns erstmal an. Sieht ja aus, als müsstest du da einen Zahlencode eingeben, ne? Aha! Achtet auf Natrium. Vor allen Dingen, du isst es, du leckst es ja nicht ab. Du leckst ja nicht... Vielleicht ist das der Weg, um das Tor zu öffnen. So, den Stein ablecken. Oh, pass auf, wir öffnen es jetzt einfach mal. I can't move that huge stone thing. I feel kind of stupid doing this, but... Hello? Underworld Gateway Model 8300 welcomes you to your new travel. Ready to experience the magical wonders of interdimensional warp? Die Augen vor allen Dingen. What the hell? This door talks. Why did you never tell me you had a talking door? It didn't talk before. The door started talking when all those demons reached town. Ready to experience the magical wonders of interdimensionaler Schnellreisen. Yes? Perfect. Please vocalize your password to proceed. What password? I don't know any password. What about... 666. Wenn wir eine Zahl eingeben, dann nehmen wir 666. Try again later. If you've forgotten your password,
please contact our customer support. Goodbye, and have a nice day. What was that password thing about? Yeah, that's the only problem it has. But I'm sure we can figure out something to use it anyway. Aber hier auf dem Boden liegen doch Sachen rum. Das sieht doch aus, als wären das vielleicht irgendwelche Puzzleteile. I can't move that huge stone thing. Warte mal, können wir... A really uncommon door. The runes seem to glow. It has a sticker on its side that reads... Okay, das haben wir schon gesehen. Aber, Hey, what? Never mind. Ist jetzt die Frage. Komm, pass auf, dann gucken wir jetzt vielleicht hier draußen nochmal. Oh doch, warte mal, hier ist noch was. The box smells like moss. I am curious, but unboxing stuff is so troublesome and messy. Okay, dann würde ich tatsächlich sagen, lass uns noch mal rausgehen. I will not clean the stairs. Du sollst auch die... wie putzen? I will not clean the... Oh, kommen wir nicht raus? These stairs lead back outside. But the key for traveling to the underworld is down here, in Dan Teapot's basement. I hate to say it, but I'd better stay here. Oh, das heißt, wir kommen nicht raus. Wir kommen nicht raus. Also... I don't want to uncover that statue. All the dust will fly around and I'll start to sneeze like crazy. Ich hätte ja gedacht, dass das hier unten irgendwelche Puzzleteile sind vielleicht. Also, wir kommen hier tatsächlich nicht raus. Ach, schwör. Warte, dann nehmen wir Sachen, die wir vielleicht haben. Also, pass auf, was ist denn, wenn wir den Schraubendreher nehmen? There's nothing to unscrew there. Okay, wenn wir die Tröte nehmen? I'd rather not. Wenn wir Geld irgendwo reinstecken? Money doesn't solve everything. Ansonsten haben wir nur noch das Biologiebuch. The only thing this is useful for is reading. Die Wurst? Will not use this sausage there. Okay, dann haben wir hier die Wurst. Use this sausage there. Oh, Leute, ich weiß gerade nicht, wie weiter. I'd rather not. Aber hier ist doch nichts mehr. I don't want to break it. I can't talk to that. You know what? The other armor told me that you're a coward. Your silence only confirms it. Hello? It's just a statue. What was I expecting? Es hätte sein können, dass sie reagieren, weißt du? Hello? You have attempted to input your password incorrectly. Dann reden wir nochmal mit ihr. Do you want to try again? Or do you want to contact Kundendienst, Kundendienst, ja, Kundendienst, Kundendienst. Ich hasse sowas ja, ne? Welcome to Hellgate Corporation Customer Support. To contact our commercial department. Aber wir sind nicht in der Warteschleife hängen geblieben. Please press 2. To reset your password, please press 3. To leave, please press 4. 3. You are being transferred. Good day, sir. Carlos Herrera speaking. So you want to change your password? Yeah. Yes. Perfect. I will have to ask you some routine questions before resetting your password. You will have to provide me with your surname, your central number, and the name of your pet. Do you have gar keinen Nachnamen, oder? Ja. Of course. Perfect, sir. First tell me your surname. Also, Sid ist ja ein Vorname. Teapot, das wäre ja bei Dan. Perez, weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich einfach Mustermann. Sorry, sir. That doesn't match our registry. Are you sure you have all the data? Ja. Of course. Perfect, sir. First tell me your surname. Perez? Sorry, sir. That doesn't match our registry. Are you sure you have all the data? Ja. Of course. Weißt du, der wundert sich auch überhaupt nicht, was da los ist, ne? Der wundert sich auch überhaupt nicht. Ich habe keinen Nachnamen. I don't have a surname. Sorry,
worry, sir. That doesn't match our registry. Aller guten Dinge sind vier. Of course. Perfect, sir. First tell me your surname. Dumme Maschine. Dumme Maschine. I forgot it. Sorry, sir. That doesn't match our registry. Wir gucken mal, wir gucken mal. Also, wenn jetzt gar kein Name funktioniert, ist das auch tatsächlich nicht die Möglichkeit, wie wir telefonieren müssen. Also nicht die drei, sondern müssen wir was anderes auswählen. Paris hatten wir schon. Ich habe keinen, ich habe ihn vergessen, haben wir auch schon. Nehmen wir Teapot. Sorry, sir. That doesn't match. Are you sure? Dann nehmen wir jetzt Sid einmal. Teapot. Ah, falsch. Die Wurstfinger. Meine Wurstfinger haben falsch. So, jetzt. Sorry, sir. Gut, weil jetzt haben wir ja alle Antwortmöglichkeiten durchprobiert. Sorry. Oh, scheiße, Mann. Not really. Then I'm afraid I can't reset your password. Also, zurücksetzen können wir es nicht. I will redirect you now to the previous menu. Welcome to the gefangen in der Warteschleife. Geil. To contact our commercial department. Verkaufsteam. To contact technical support. Ja. Okay, dann probieren wir jetzt mal den technischen Support. Oh, mein Rücken tut schon wieder weh. Also, technischer Support. Also, ich lebe mich mal so ein bisschen erotisch nach hinten. Dann möchte ich jetzt bitte mit dem technischen Support reden. Good day. I'm the technician Johnny Breakbone. How can I help you? Johnny Knochenbruch. My dimensional gate isn't working properly. What is the problem, sir? Mach doch mal ein Update. Was? Das Gerät klurrt mich an einen anderen Ort, anstatt mich zu teleportieren. Das Ding macht ein schwarzes Loch in meinem Wohnzimmer. Das, meine Lieben, das sind die Probleme, wenn die technischen Probleme von Dimensionstoren oder auch Höllentoren, weißt du? Ne? Was bei uns die auslaufende Kaffeemaschine ist, die dann plötzlich nicht mehr mit dir redet oder nicht mehr funktioniert, ist dann irgendwo das Klon oder das schwarze Loch im Wohnzimmer von solchen Höllentoren. Alter, ich liebe dieses Spiel. Es ist echt zu gut. Der Humor ist wirklich zu gut. I don't know. It doesn't do anything. Eigentlich hätten wir sagen müssen, wir wissen unser Passwort nicht, ne? What color is your game? Welche Farbe? Es ist grau. It's gray. I need to reset your central number. Can you please enter the 4-digit serial number of your device? Where can I find that? Die habe ich mir nicht aufgeschrieben. It should be in the box of the game. Auf welcher Schachtel? I don't have the box. Then I'm afraid we have a problem. We can't do anything without that number. You are being transferred. You have attempted to input your password incorrectly recently. Do you want to try again? Or do you want to contact our customer support? Ja, dann möchte ich bitte, dann möchte ich mit dem Kundendienst nochmal sprechen, dann nehmen wir die 1. Welcome to Hellgate Corporation Customer Support. Bitte sprechen Sie nach dem Signal. Press 1. 1, 1, ich will drücken. 1. Press 2. To reset your password. Hör auf. Please press 3. Sag nix! Ich hasse sowas, ne? Wer von euch macht das genauso, wenn er in der Hotline ist und die sagen so die Optionen durch und du hast gehört, was du haben willst und drückst dann wie beschränkt irgendwie auf diese Nummer in der Hoffnung, dass dieser Kack-Ansagetext dann aufhört? Oh, ich hasse sowas, ne? Erstens sitzt du irgendwie eine Stunde meistens in den meisten Hotlines irgendwie drin. Also ich habe noch nie weniger als eine Stunde irgendwie gebraucht. Oder wirst, wie bei O2 zum Beispiel, ja, shame on you. Oder wirst dann rausgeworfen, nachdem du die eine Stunde nicht nur die Kackmusik, die sich immer wiederholt, angehört hast, sondern auch noch, was ja richtig geil bei O2 ist, zum Beispiel Werbung zwischendurch. Du hast dann ständig irgendwie die Sky... Siehste, es ist so... Ja, es ist natürlich prägsam. Aber sowas führt bei mir persönlich dazu, dass ich Produkte nicht kaufe. Es ist genauso, wie ich momentan McFlurry boykottiere. Einfach, weil, wenn man sich EDTV oder TV Now oder irgendwie so eine grenzwertige Sendung auf RTL nochmal angucken will, online, hast du immer einen Werbeblock, der lauter eingespielt wird als alle anderen. Aber so laut, dass du echt denkst du, what the fuck is happening? Und am liebsten dein Gerät irgendwie in die Ecke schmeißt willst oder aus dem Fenster springen willst, weil es plötzlich so laut ist. Und das ist momentan seit ein paar Wochen diese McFlurry-Werbung. Auf Lollapalooza, dem Festival, wo ich letzte Woche war, gab es auch so einen Stand. Und ich musste nicht an euer tolles Eis denken und an die tollen Goodies, sondern ich habe an diese verfickte Scheiß-Werbung gedacht und dachte so, ne, ihr nicht! So, das war jetzt mein Ausraster am Samstag. Welcome to our commercial department. Ich will nichts kaufen. Press 1.
If you want to cancel your subscription to our service, please press 2. Was für ein If Abo? You want to leave this menu, please press 4. Wo ist die 3? You are being transferred. Wer kennt diesen Sound noch? We were waiting for your call, Agent Purple Cobra. You know what to do. The shipment is on its way to you. Was? No one knows that the virus Was? Is inside the nuclear missile. And don't forget, you have to wait for the signal of the doppelganger of the President's car. Roger. The fate of our organization lies in your hands. For the Mother Corps. Für Jimmy. Wir können es aber auch für die kleine Tomate namens Timmy tun. Wir legen einfach auf. Wie geil ist das? Aber die haben die Option, die Option haben sie nicht genannt, ne? Das dritte, das führte ja einfach dazu, dass man es nehmen musste. Oh, jetzt labert sie ja wieder den ganzen Text durch. Oh, ich krieg zu viel, ne? Ich krieg zu viel. Ich möchte vor allen Dingen. Ich muss. Ich habe ja keine andere Option. Da steht zu dir so eine dauerlächelnde Lady vor, die sich die ganze Zeit denkt so, oh. Eins! Eins! Welcome to our commercial department. Aber Abo kündigen ist auch schön. If you want to cancel your subscription to our service, siehst du, dann springt's auf 4. If you want to leave this menu, 3 ist ausgelöscht. Ne? Das war jetzt wie bei Simpsons der Film. Ich nehme die Nummer 3. Ne? Ihr habt mir nicht wählt, um zu denken. Oh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Egal. Aber vielleicht wissen ja einige, was ich meine, und andere davor werden jetzt sitzen und denken so. Was hat sie genommen? Was ist da passiert? Wir nehmen jetzt die 2, wir kündigen jetzt das Abo. While we redirect you to your desired area. While we redirect you, think about how much we love you. Are you sure you want to cancel your subscription? Ja. We really love you. You are very important to us. If you're not sure about canceling your subscription, please press 1. If you want to stay with us, please press 2. If you were just joking, please press 3. To unsubscribe, please press 4. You pressed 2. Was? Ich hab 4 gedrückt. Was? I pressed 4. But you didn't mean it. Yes, I mean it. I want to cancel this service. No, you don't want that. You pressed 2. I did not. You are confused. You will be redirected to the main menu. Überleg mal, du willst dein Abo kündigen, rufst irgendwo an, dann sagen sie, nein, das haben sie so nicht gemeint, das weiß ich. Oh Leute, zu gut. Ich möchte bitte nochmal mit dem Kundendienst sprechen, unsere Zeit ist hier knapp. Welcome to Hellgate Corporation Customer Support. To contact our commercial department, please press 1. To contact technical support, please press 2. To reset your password, please press 3. To leave, please press 4. Eins, und das meine ich auch so. Welcome to our commercial department. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier eins wählen, ne? If you want to cancel your subscription to our service, please press 2. Statt cancel verstehe ich immer cancer. Krebs, naja, wie Krebsgeschwür, da denkst du auch manchmal, verhalten sich die Leute von solchen Hotlines. You are being redirected to our sales department. Oh, wir schließen auch bestimmt noch 5 weitere Abos ab. Ich möchte ein neues Tor bestellen, das ist auch schön. Ich möchte ein Abonnement. Ich möchte ein Abonnement, das für meinen Bedarf angemessen ist. Ich weiß ja noch nicht mal, was unser Abo, vor allen Dingen, wer zahlt denn das? Jetzt weiß das Tor jetzt, wo es jetzt steht, und müsste der Dan Teapot ja irgendwie eigentlich das bezahlen. Ich möchte zurück zum vorherigen Menü. Nein. Ich möchte mein Passwort für das Tor ändern. I'm afraid you are talking to the sales department now. Let me transfer you to someone who can help you. You are being transferred. Nein! Carlos Herrera speaking. So you want to change your password? Aber mit dem haben wir doch schon gesprochen. Perfect. I will have to ask you some routine questions before resetting your password. Name? Das hatten wir doch schon. Das hatten wir schon. Your central number and the name of your pet. Do you have all this data with you now? Scheiße! Also, verdammt! Also. You have attempted to input your password incorrectly recently.
Do you want to try again? Ja, schneller, schneller. Wir haben keine Zeit. I'd like to contact customer support. Welcome to Hellgate Corporation Customer Support. Aha! Commercial Department, please press 1. Ich fühle mich gerade gemobbt. Alter, so gut, aber es ist wirklich genauso, fühle ich mich in der Realität auch, immer, wenn du irgendwo anrufst. Und du wirst aber schön weitergereicht in die nächste Abteilung. Welcome to our commercial department. For sales, ich bin gleich wahnsinnig. If you want to cancel your subscription to our service, please press 2. If you want to leave this menu, please press 4. You are being redirected to our sales department. Sales department, Bingo Rosso speaking. How can I help you? Bingo Rosso. Also Passwort ist auch, ich möchte ein neues Tor bestellen. I want to order a new gate. Then let me offer you the iGate 10, a portable gate that will communicate with the underworld in Hat Apple da die Patente drauf? The iGate 10 is a trademark of the iGate Corporation. The use of the iGate 10 could give you nausea, diarrhea, sadness, doom, and death. Cool. I want it. An excellent choice, sir. Give me your credit card number so I can complete the transaction. Für was hat er doch nicht? Ich habe doch kein Geld. Do you accept evil card? It's a golden evil card? Nope. Then I'm afraid that we can't use it. But you still can make the payment via check. If you send us a copy of your ID, a notarized signature, your blood sample, and a piece of your kidney. Und eine Niere. I think I will pass for now. May I help you with anything else? Aber... I want a plan that adjusts to my daily needs. Let me check your customer profile. You are the owner of the gate you are using to call me now, right? Yeah? Give me a minute. So, Mr. De La Morte, looks like you don't use our services that much. You haven't used your gate in years. Maybe what you need is our new combo plus Mega Freedom. Diet, gluten-free, smart program. It sounds wonderful. How does it work? That's the best part. It doesn't work, but you will never figure it out since you never use our services. Oh, I see. In that case, I will think about it. Aber? A wise decision, but don't lose too much time thinking about it. This kind of special offer doesn't last that long. May I help you with anything else? De La Muerte heißen wir, wenn ich das richtig verstanden habe. Redirect you. Welcome to our commercial department. Hör auf! Lady, sei ruhig! Meine Lieben, wie das Ganze hier weitergeht, das werden wir das nächste Mal hier in Dark Crystal Castle herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der heutigen Folge. Sei ruhig! Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal einfach hier nochmal wiedersehen zum Ausrasten in der Hotline. Und ich wünsche euch jetzt noch einen zauberhaft schönen Tag mit ganz viel Glück und Freude, was auch immer ihr tut. Ihr merkt, meine Laune ist irgendwo anders. Und jetzt genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss!